Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, was du tun kannst, wenn sich eine Pivot-Tabelle nicht mehr aktualisieren lässt. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Ich habe folgendes Beispiel vorbereitet. Und zwar, das sind die zugrunde liegenden Daten, welche ich in einer Pivot-Tabelle verwende. Wie hier zu sehen, gibt es die Spalten Jänner bis Juni und dann die Bürokosten, Kategorien, Büromiete, Gas, Strom, Wasser und so weiter und so fort. Nun werde ich auf Basis dieser Daten eine Pivot-Tabelle erstellen. Ich stelle dazu ein neues Arbeitsblatt, nenne diese Pivot-Tabelle und füge nun eine neue Pivot-Tabelle ein. Ich wähle den Bereich aus. Dazu selektiere ich nun diesen Bereich, bestätige mit OK und erhalte nun, wie gewünscht, entsprechend die Pivot-Tabelle. Nun kann es aber sein, wenn ich die zugrunde liegenden Daten, in diesem Fall tatsächliche Kosten, um eine Zeile oder einen Datensatz erweitere, dass dieser nicht in der Pivot-Tabelle mit aktualisiert wird. Angenommen, ich kopiere nun eine neue Zeile, nenne diese Sicherheit und wähle einen Betrag aus, in diesem Fall 100 Euro, wechsle zur Pivot-Tabelle, führe mit Rechtsklick ein Aktualisieren aus, dann sehen wir, dass nun dieser neue Datensatz, diese neue Zeile nicht automatisch mit aktualisiert wird. Die Ursache liegt darin, dass wir nun bei der Auswahl des Bereiches der Datenquelle für die Pivot-Tabelle diese inkludieren müssen. Das bedeutet, im Menü muss auf Pivot-Tabelle Analyse auf Datenquelle ändern geklickt werden. Und wie man hier bereits sieht, kann man nun den Bereich auswählen und man sieht, dass nun diese neu hinzugefügte Datenzeile nicht inkludiert ist. Ich kann diese einfach durch eine Anpassung inkludieren, erhalte noch einen Hinweis und wie ihr seht, wird nun diese neue Datenzeile hinzugefügt bzw. angezeigt. Wenn man nun diesen Vorgang nicht jedes Mal wiederholen möchte, dann empfehle ich, dass die zugrunde liegenden Daten eine Tabelle als Tabelle geführt sind. Wenden wir nun dasselbe Beispiel auf Basis einer Tabelle an. Ich wechsle in die Datenquelle und gebe dort nun in den Arbeitsblatt geplante Kosten denselben Bereich an. Und bereits hier kann man sehen, dass bei der Datenquelle erkannt wird, dass es sich um eine Tabelle Büroplan mit Bürokosten in dem Bereich September vorhanden ist. Das bedeutet, wenn ich nun bei den geplanten Kosten eine neue Zeile einfüge, dann bedeutet das, dass ich eine Zeile in einer Tabelle mache und nenne diese Aufwandkosten und trage nun 50 Euro ein. Wenn ich nun zur Pivot-Tabelle wechsle und auf Aktualisieren drücke, erhalte ich wieder diesen Hinweis und es wird automatisch diese neue Datenzeile dargestellt. Wie ihr seht, könnt ihr damit das Problem lösen, wenn sich eine Pivot-Tabelle nicht automatisch neue Datensätze anzeigt. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!